Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Heute ist er hier noch einmal, der Weltkultmoderator, der Moderator überhaupt der letzten Jahrzehnte. Andreas Ellermann, Heidi Kabel mit einem Gassenhauer auf der Reeperbahn nachts um Wald. Auf der Reeperbahn nachts um Wald. Ob du Mehl hast oder hast kein, amüsierst du dich. Denn das auf der Reeperbahn nachts um Wald ein, wer noch niemals in Lausitz. Jetzt möchte ich noch ein paar Fragen und auf ehrliche Antworten hoffen. Bitte schau mich an, es ist nichts Schlimmes dabei. Ich stelle Sie die Fragen. Hast du, erst eine Frage vorweg, alles richtig gemacht? Nein. Was hast du falsch gemacht? Ich habe... Brauchen wir denn extra Sendung für? Nein. Ich habe falsch gelebt, ungesund gelebt, habe mir selbst Dinge angetan, die ich besser nicht hätte tun sollen. Und das ist geschehen und das kann man nicht wieder gut machen. Es gibt einen chinesischen Philosophen, der Lao Tse heißt, und der hatte sehr bildlich erzählt, wie es mir und anderen geht, wenn sie ehrlich zu sich selbst sind. Ein Strick kann reißen, du kannst den Knoten, aber der Knoten bleibt. Kleines Akkordeon auf großer Fahrt, hab als kleiner Junge schon lang auf dich gespart. Heute kennst du Hongkong, Chicago und Shanghai. Überall auf großer Fahrt warst du mit dabei. Kennst mich wie kein anderer, spürst an meinem Spiel. Bin ich oben auf an Deck oder unterm Kiel? Geht dir mal die Puste aus, alles halb so schlimm. Für so ein kleines Seemannslied ist immer noch... Wenn du auf deine Fernsehkarriere gehst, was war die größte Begegnung? War es wirklich jetzt Ustinov oder gab es da, wenn wir drei aufzählen, drei Leute? Ustinov hast du gesagt, zwei fehlen noch? Ustinov, Bud Spencer, Joe Cocker. Warum Joe Cocker? Weil Joe Cocker eben dieses wilde Image, das er hatte, an dem Abend, in dem wir zusammen waren, völlig abgelegt hatte. Dieses Rudern auf der Bühne kommt ja daher, er hatte früher Kinderlähmung. Und das war ist eben also eine gewisse spastische Nachwirkung seiner schweren Erkrankung. Und im Übrigen ist er, sprach er merkwürdigerweise einige deutsche Sätze und war unglaublich nett, trank zwar so, by the way, wir sagen ja by the way, verstehst du, by the way, hallo by the way, trank einen Kasten Bier aus und wir haben uns super unterhalten. Also als Mensch eben eine Überraschung und Weltstar. Heute ist wieder ein Unwind, da klappert die Schlange, da jubelt das Huhn, denn bei Whisky und Weiber haust dich aus den Schuhen. Heute ist wieder ein Unwind, wenn du die Moderatoren alle siehst, da gab es unterschiedliche, von Peter Frankenfeld zu Rudi Carrell zu Wim Tölke. Wer war dir der sympathischste Kollege? Oh, das ist schwer zu sagen. Rudi war sehr, sehr, sehr eigen, weil keiner durfte einen Gag machen, nur er selbst. Frank Elstner war ein unendlich ruhiger, sehr kluger, sehr sympathischer Kollege. Wen hatten wir noch? Wim Tölke. Wim Tölke war der dicke Wim Tölke, war eine Knutschkugel. Jetzt singt ihr wirklich einen Gassenhauer. Sag ihn selbst an, ich freue mich drauf. Andreas Ellermann und Heidi Kabel mit dem Stückchen. Das gibt's nur auf der Reeperbahn und alle machen mit, oder? Eine Reeperbahn. In Hamburg auf St. Pauli. Wo legen alle Schiffe an? In Hamburg auf St. Pauli. Wo wird die ganze Nacht posiert? In Hamburg auf St. Pauli. Wo wirst du Achtern tätowiert? In Hamburg auf St. Pauli. Wenn du jetzt
Komiker siehst. Du hast ja auch eine Komikersendung beim NDR gemacht. Lachen mit Carlo hieß sie, glaube ich. Ja, genau. Wenn du die Komiker, die du alle auf der Uhr hattest, von Jörg Knör oder auch Willomeit, Asmussen etc., Karl Dahl, wer war da im Grunde derjenige, der überhaupt nicht gelacht hat, wo du sagst, im Grunde, Punkt, ist das für mich ein... Also Karlchen, das war ja so sein Ding, Karl Dahl, der so tat, als wenn er überhaupt nichts verstand und dabei die größten Giftpfeile abschoss. Jörg Knör, ein absoluter Weltkünstler. Und Willemeyer natürlich mit seinem norddeutschen Brachialcharme. Sag mal, Karl, rauchen deine Kühe? Nee, dann brennt dein Stall. Das sind auch so Ewigkeitsgags. Und, ach ja, du... Fips Asmussen war schon speziell, ne? Speziell. Fips war eben nur in Dunkelheit zu senden mit einem Tuch drüber. Und möglichst flüsternd, der hat ja nur versaute Sachen. Das Schöne war, wir haben ja Inselverbot Wick auf Föhr gehabt. Also mit Willomeit und Werner Böhm rüber und haben so 16 Flaschen Fernet Branca getrunken. Kamen alle angeschossen zu diesem Kursaal. Und die haben uns wirklich Inselverbot. Ich glaube, es besteht heute noch auf der Insel. Ich darf die Insel nicht betreten. Eisgekühlter Bommerlunder. Bommerlunder, eisgekühlt. So, Carlo, wir kommen noch mal zu einer ernsten Frage. Du bist mit Julia, wie viele Jahre verheiratet? Jetzt kommt's, jetzt darfst du keinen Fehler machen. Ja, wir sind jetzt 11 Jahre verheiratet. Und ist alles gut? Ich liebe sie, wie ich noch nie eine Frau zuvor geliebt habe. Ich bin in der glücklichen Lage, dies sagen zu dürfen. Seit 25 Jahren bin ich in einer Form verliebt, eigentlich jeden Tag mehr. Und deshalb sagen wir unseren neuesten Titel, ich bin verliebt in die Liebe mit Nadel, von der ich dich schön grüßen darf. Die auch sagte, du hattest mal mit Polen auch mal eine gute Erinnerung. Der hat ja immer ganz viel Geld geliehen, glaube ich, ne, eine Zeit lang. Nein, ich war klamm und wollte Geld haben und er hat nicht einen Cent rausgetan. Ist klar. Ich bin verliebt in die Liebe, Nadel und Elle. Das hat ja ursprünglich Chris Roberts gesungen, mit dem warst du ja auch unendlich unterwegs, ne? Oh ja, oh ja, oh ja, 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 ja. Also Chris und ich hatten auch viele Begegnungen mit Damen jeglichen Alters und du, wie soll ich sagen, Andreas, langweilig war es nie. Er war ja ein Ziehhund. Das war er mit Sicherheit. Und deshalb spielen wir ihn auch nochmal. Chris Roberts, Do You Speak English? Sang er hier im Waldhaus im Keller und Frau Gülzow sagte Yes, I do oder so ähnlich. Do you speak English? Honey, I do. Do you speak English? Honey, for you. Das kann mein Glück sein und unser Geschick sein. Do you speak English? Honey, I do. Do you speak English? Alles okay. Ich hab Küssen besser versteh. Kiss oder küss mich, denn das vermiss ich. Do you speak English? Honey, I do. Abends tanzten wir in der Bar. Da war mir klar, wie glücklich ich war. Ehrlich sagte ich I love you.
Sie sagte, sweetheart, I love you too. Carlo, abschließende Frage. Und ich habe überlegt, ob ich sie dir stelle. Wir alle haben nur ein Leben. Du hast es mir schon mal beantwortet. Du bist ein gottgläubiger Mensch. Vor dem Tod hast du keine Angst. Nein, ich habe vor dem Tod keine Angst. Ich bitte den Tod nur um Gnade, wenn er kommt, dass er mich möglichst schnell mitnimmt. Nein, ich bin jeden Abend bin ich im Monolog mit Gott. Das brauche ich, bevor ich einschlafe, jeden Abend. Du glaubst an Gott, du glaubst an seinen Sohn Jesus Christus? Ich glaube streng daran, ja klar. Hallo, das war ein super Interview. Wir zeigen jetzt die schönsten Bilder nochmal von dir, alles im Zusammen und natürlich mit der schönsten Melodie, die du kennst, der Schaubodenmelodie. Vielen Dank, Andreas. Und einmal Ellermann, immer Ellermann, 100 pro, immer wieder. Ich danke dir. Wir fahren ab, das Ding.